Albrechtshaus und Holzkirche. Sehr cool. Schade, dass man hier nicht rein kann, ne? Die sieht ja echt geil aus. Mit den Drachenköpfen da oben, ne? Ja, der hintere Teil ist leider schon alles eingestürzt. Oh, habe ich mich jetzt erschreckt. Alter. Ey, sind die bekloppt? Ich hab im... Hat man mal schon mal, ne? Oh, jetzt habe ich mich echt erschreckt, ne? Ich habe gesagt, da steht einer, leckt mich am Arsch. Das ist ja fies. Oh, das ist ja richtig fies. Was ist hier gewesen? Für Rollstühle oder was? Würde ich fast sagen, könnte das eine Küche oder so gewesen sein? Kann natürlich auch irgendwie behindertengerechtes Bad gewesen sein. Auf jeden Fall eine Rollstuhlrampe. Dreht sich sogar noch, oder? Ja. Ich drehe gerade übrigens die Gaszufuhr auf. Ja, super. Super Idee. Hilfe. Die B. Keine Ahnung. BL, BL, BL sind hinter uns her. Jetzt müsste noch so stehen, den ganz langgezogenen Buchstaben, so als letztes Wort. Ah! Und dann werden die Buchstaben immer kleiner. Hier steht auch noch was. Nochmal Hilfe. Also ich sag's dir ganz ehrlich, ne? Wenn Jason einmal zuschlägt, dann ist der erbarmungslos. Ne? Da hilft auch kein Hilfe mehr. Da ruckzuck hast du die Machete im Kreuz. Ja, kennen wir doch. Den Jason. Oh, schön große Räume hier. Das war bestimmt ein Speiseaufzug. Würde ich jetzt mal sagen. Ach hier, guck mal, McDonald's gibt es ja auch, ja. Oh! Weg ist er! Das wird super.
going. Ach ja, lass es im Fenster offen, ne? Das zieht doch. Kriegen Sie die Bude nie warm. So, das war's für heute. Wir waren heute hier am Albrechtshaus. Leider ist schon eine 18. Ja. Das Gebäude ist euch mal eingestürzt. Sehr verfeilen. Ja. War bestimmt mal ein cooles Ding, ne? Mhm. Also ich sag mal, in diese Stiftskirche, die hier noch ist, da will ich auf jeden Fall noch mal rein. Das hier, das ist noch so ein kleines Nebengebäude, wo wir drinnen waren. Das wird wahrscheinlich mal von den Albrechtshaus vielleicht irgendwelche Arbeiter oder... Keine Ahnung, der Hausmeister oder sowas, ne? Der Hausmeister, ja. Nee, der wohnt immer unter der Treppe. Der Hausmeister wohnt immer unter der Treppe, auch nicht schlecht. Oder im Gartenhaus. Ja. Ja, wie gesagt, geht in den Wald, wird besser Menschen. Bis zum nächsten Mal.